Hallo, wir sind die Slapstickers aus Köln, grüßen euch aus dem wunderbaren Marit-Studio in Köln. Wir sind seit 25 Jahren unterwegs, haben in dieser Zeit tatsächlich 10 Alben gemacht. Und jetzt machen wir hier bis tief in die Nacht, es ist schon dunkel draußen, 2 neue Tracks nehmen wir hier auf im schönen Marit-Studio. Das ist gleichermaßen ein Vorgeschmack auf das, was nächstes Jahr kommen soll. Nämlich, wir wollen wieder bei euch spielen, wie wir das immer getan haben. Wir haben noch nie gesagt, eine Bühne wäre uns zu klein. Gleichermaßen haben wir auch nichts dagegen, auf die große Bühne zu gehen. Alles schon da gewesen. Wir hatten wahnsinnig viele Highlights in all den Jahren. Wir haben mit Madness gespielt, mit den Toasters gespielt, mit den Busters, den Skepelites. Alle waren schon da und da haben wir nach wie vor Bock drauf. Ein riesiges Highlight war zum Beispiel auch das Gloria-Konzert in Köln. Wir haben zum 20-jährigen Bandjubiläum uns eine Big Band eingeladen und haben mit denen ein großes Konzert im Gloria gespielt und waren plötzlich 30 Leute auf der Bühne. Und das war und wird wahrscheinlich immer ein Highlight bleiben in unserer Bandgeschichte. Ich höre derzeit unsere alten Platten sogar sehr gerne an, weil es meine Kinder mittlerweile auch sehr gerne hören und der Staffelstab der Musik auch gerne weitergegeben wird. Boah, nochmal 25 Jahre kann ich mir vorstellen. Ich bin ja jetzt Anfang 20. Also bin ich dann so Mitte 40, Ende 40, das könnte gehen. Wir sind längst über einen Berg, wo irgendjemand von uns denkt, er könnte damit aufhören. Das ist ja Quatsch. Das bringt ja nichts, damit aufzuhören. Warum soll man das machen? Wir haben viele Erinnerungen, wir wollen neue Erinnerungen schaffen. Darum geht es. In der Musik wie im Leben.